Willkommen zurück beim Rennsonntag in der dritten Ausgabe. Ihr habt beim letzten Mal gewählt. Hier, Project Cars steht wieder auf dem Programm. Und dieses Mal mit dem Ariel Atom 500 V8. Ja, ein Auto, das scheinbar nur dafür entwickelt wurde, um damit Spaß zu haben. Und genau das werden wir heute tun. Wir werden mit diesem Auto, mit einem unheimlich brachialen Auto wohlgemerkt, in Imola auf den Kurs gehen und dort ein kleines Rennen fahren gegen gleichwertige Gegner. Sprich auch andere Ariel Atoms. Wir sehen es hier nochmal kurz. 17 Uhr, 17 Gegner, alle identisch. Wir starten custom-mäßig einfach mal Mittelfeld im Hinteren auf Platz 13. Ich denke mal, das sind die besten Voraussetzungen hier. Und ja, dann wollen wir mal einfach. Track Day 3. Bologna ist quasi ja Imola, denn die Lizenz fehlt ja da bei Project Cars noch für den Namen Imola. Eine Strecke, die früher auch sehr viel in der Formel 1 gefahren wurde, dadurch auch bekannt ist. Ich weiß gar nicht, was jetzt in Imola noch so abgeht im Moment. Ich glaube, da gibt es noch so ein paar kleinere Serien irgendwie auch. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Wir werden aber gleich sehen, dass dieser Ariel Atom hier, meine Herren, das ist ein richtiges Monster, ein kleines Biest ist das. Relativ weich abgestimmt, fährt sich also sehr stabil. So, jetzt geht's gleich los. Wir fackeln gar nicht lang. Jetzt achtet mal auf die Beschleunigung. Von 0 auf 100 in, ich weiß es nicht, unter 3 Sekunden. Oh, was war das denn? Alter Schwede. So, erste Kurve. Hier heißt es erstmal Vorsicht walten lassen. Nicht zu stark rausbeschleunigen. Hier, oh, da kommt schon einer ohne Erbarmen. Ich glaube, wir haben da einen direkt mal weggesäbelt am Anfang. Das sah relativ komisch aus. Geht ja schon mal gut los hier. Hier relativ gut reintragen lassen im dritten Gang. Bisschen über die Curbs. Hier können wir innen vielleicht vorbeigehen. Oh, oh, nicht zu doll rausbeschleunigen. Das Auto verliert hier schon Kontrolle. Nicht aufs Gras vor allem. Oh. Das fährt sich wie auf Eiern, ey. Wenn man da aufs Gras kommt, der verliert so stark Kontrolle auch beim Rausbeschleunigen. Was für ein Biest. Wir fahren hier jetzt 7 Runden. Werden uns hier ein bisschen erstmal reinfuchsen müssen. Hier, Bremspunkt. Kurz nach dem Werbeschild oben. Hier die Curbs noch ein bisschen mitnehmen. An der Kuppe kann man wieder schön rausbeschleunigen. Hier vor den Schatten habe ich mir so meinen Bremspunkt rausgesucht. Kommt man ganz gut rein. So, Achtung. Links neben uns hier. Dieser Grüne, der macht mir schon die ganze Zeit irgendwie Ärger. Lässt sich hier nicht so wirklich lumpen, der Kollege. Vielleicht kriegen wir jetzt hier am Eingang diese enge Schikane. Links und rechts. Oh, da vorne knallt's. Meine Herren. Achtung, Achtung. Sind wir gerade so unter abgetaucht. Alter Schwede. Das sah richtig fies aus gerade. So, Markus. Oh, wir sind hier spät auf der Bremse. Kommt der innen noch rein? Nee, diesmal sind wir vorbeigegangen. Erste Runde gleich geschafft hier, meine Herren. Was für ein actiongeladenes... Ah, der nächste fliegt weg. Ja gut, das ist halt Project Cars. Das ist noch ein bisschen... Naja, sagen wir mal, mit Vorsicht zu genießen, ist immer noch die Pre-Alpha. Damit müssen wir rechnen. Wenn ihr habt ja Project Cars gewählt, ich war es nicht. Wenngleich ich mir schon gedacht habe, dass dieses Rennen hier... durchaus seinen Anklang finden könnte. Zumal die Strecke geil ist, das Fahrzeug ist geil. Ja, gut. Natürlich wird Project Cars auch dieses Mal dann wieder zur Auswahl stehen. So, Achtung, hier auf dem Rasen! Oh, du merkst es sofort im Lenkrad, das Auto will einfach wegfliegen. Sobald du auf den Rasen kommst, also immer schön auf dem schwarzen Teer bleiben hier mit diesem Gefährt. Versuchen wir uns mal hier rein zu bremsen. Ja, hat geklappt soweit. Ja, das Auto ist relativ weich abgestimmt, das merkt man auch. Trotzdem, Wahnsinnsgrip und eine Wahnsinnsbeschleunigung. Man fragt sich bei der Form immer natürlich so ein bisschen, wie schafft es dieses Auto eigentlich, diese Kraft zu beherrschen? Dass es relativ gut sich noch fährt. Aber die Antwort sind sicherlich die offene Struktur, die Open-Wheel-Struktur, die Flügel, der große Heckflügel, wow, der dieses Auto auf die Straße presst. Tim Trilscher. Das gibt finstere Rache, sag ich dir. So, hier wieder Vorsicht geboten. Da hauen sich die Nächsten da in die Karambolage rein. Was ist denn da los? Okay, leichte Backstelle dort. Da stehen schon wieder die ersten Autos am Streckenrand. Wir haben nur noch eigentlich effektiv 3 Gegner hier vor uns, beziehungsweise einen vierten, der noch direkt hinter uns ist im Moment. Aber ich habe schon fast die Befürchtung, dass das auch nicht lang dauern wird, bis die sich ebenfalls hier wegfetzen. Und beim letzten Mal in Suzuka, da sind ja auch einige in die Box gefahren. Ja, insofern leider nicht sehr konkurrenzfähig hier die
meisten Leute. Der bremst da sehr früh da vorne. Hätte man durchaus nochmal 100 Meter später bremsen können, glaube ich. Gelbe Flaggen schon wieder. Gut, solange wir noch Gegner haben, haben wir noch ein Rennen, würde ich mal sagen. Der bremst hier sehr früh, der Mike. Hat auch schon seinen Flügel verloren, allerdings ist ja der Schaden hier eigentlich mechanisch gesehen aus. Nur optisch steht das Ganze. Und wir sehen das hier schon, weil der ist schon auf 200 km/h nach dem kurzen Stück hier. Nicht irritieren lassen von der Anzeige im Tacho, denn da sind sicherlich die Meilen angegeben, nicht die km/h. Ist ja auch ein Rechtslenker hier, ist glaube ich auch ein englisches Fahrzeug. 2011 gebaut und entworfen worden. Oh, oh, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Oh, 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 oh. Das ging gründlich in die Hose hier gerade. Das war das auch, was ich angesprochen hatte, hier die Rinne nicht treffen. Das Auto. Oh, das war zu spät, das war zu spät, das war zu spät. Da segeln wir einmal hier durch, kürzen hier komplett ab. Gut, es gab jetzt vom System zum Glück keine Strafe. Wir sind direkt wieder dran am Mike. Ja, wie gesagt, ist hier alles halt Pre-Alpha und die Rennen bei Project Cars. Oh. Funktionieren noch nicht so super, wie man sich das vielleicht auch vorstellen möchte. Wenngleich jetzt viel im Interface und so weiter auch gemacht wurde. Die Replays funktionieren gut, die Performance vom Spiel ist auch gut. Also ich kann hier mit Aufnahme immer gut... Oh, ich hab doch eine Strafe bekommen. Ich soll eine Stop-and-Go-Strafe machen. Habe ich jetzt leider verpasst gerade. Da sehen wir dann schon mal das neue Strafensystem von Project Cars. Okay, dann müssen wir an die Box fahren, wa? Durch das Abkürzen eben hat uns der Splitz hier doch eine Strafe auferlegt. So, hier kann man sich wunderbar reingleiten lassen in diese Kurve. Dann hier in den zweiten runter und wieder voll raus. Dann vorne nicht aufs Gras kommen. Bevor der Asphalt hier dunkel wird, wieder in den zweiten Gang runter. Vorsichtig beim Angasen. Und dann langsam auf den Fersen vom Jesse Lyon. Oder Lyon. So, hier wieder der Linksbogen. Relativ gut erwischt, können hier auch voll raus beschleunigen. So, hier wieder aufgepasst. Eine der kniffligsten Stellen des Kurses. Diese Bergaufpassage auch dann hier nach der Kuppe in der Rinne. Aufpassen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mal reinfahren. Wir haben hier eine Strafe scheinbar bekommen. Und hier liegen immer noch die ganzen havarierten Autos. Und auch der hat sich... Also das scheint so ein Massenphänomen zu sein da an der Stelle. Kennt man auch von anderen Strecken auch so ein bisschen. Wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier zurückfallen, wenn wir einmal Stop and Go machen. Ob, wie das überhaupt funktioniert hier mit der Strafe. Ist auch mal interessant zu wissen, warum fliegen wir hier jetzt ab? Oh mein Gott. Da habe ich einfach den Grip komplett verloren. Da liegt noch ein Auto am Straßenrand. Jetzt ist der Mike da wieder vorbeigegangen. Jetzt gucken wir mal hier, ob das wieder hier hinhaut. Stop and Go. Ja, einfach nur durchfahren oder... Ich habe auch keine Ahnung, wie viel ich hier fahren darf. Ich bin bestimmt viel zu schnell, kriege gleich die nächste Strafe, wahrscheinlich gleich disqualifiziert. Dann wird dieser Rennsonntag wahrscheinlich ein frühes Ende finden. Hier ist auch alles rot, also so richtig erschließt sich mir das nicht. Wahrscheinlich hätte ich die Strafen vorher mal ausschalten sollen. Jedenfalls ist die Meldung jetzt weg. Okay, ich soll immer noch ranfahren. Ja gut, können wir jetzt an der Stelle im Moment... Stop and go. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich werden wir irgendwie gleich in Runde 6 oder so disqualifiziert, aber... Das lässt sich dann eben auch nicht ändern, ja. Ja, Project Cars wird natürlich, dadurch, dass es das Siegerspiel dieser Woche ist... Wow! Hey! Jetzt müssen wir wirklich mal gucken, dass wir... Oh, erstmal die Leute vorbeifahren lassen. Nur noch einige, die haben alle keine Heckspoiler mehr. Wow, wow, wow. Also es sind doch noch einige im Rennen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Es sah so aus, als wenn die sich alle gegenseitig weggesetzt haben, aber die scheinen sich wieder halbwegs gefangen zu haben. Oh, wow, 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 Leute. Das ist auch echt geil gemacht mit diesem Rauch, der dann da aufschlägt. Oh, oh, Mann. Bloß nicht aufs Gras kommen. Jetzt ist aber der Wurm drin langsam hier. Da sehen wir mal, was wir eigentlich... Dass man hier wirklich aufpassen muss. Da fliegen noch ganz schön viele Teile hier. Holla, die Waldfee.
Etwas spät auf der Bremse, hart über die Curbs. Hier liegt alles voller Teile. Ein reines Trümmerfeld hier. Gut, also, wie gesagt, wir fahren jetzt nicht ran. Da wäre uns fast das Auto über die Vorderachse ausgebrochen. Ja, wir sind hier viel zu fix unterwegs gewesen gerade. Oh Mann, oh Mann. Wir müssen hier wieder zurück auf die Strecke. Also es ist echt... Man muss wirklich auf dem Asphalt bleiben, ansonsten fliegt dir diese Karre einfach weg. Da hast du nicht mehr viel Spielraum, um noch zu reagieren. Jetzt sind wir nur noch auf Platz 13. Das ist natürlich sehr, sehr böse. Hoffentlich jetzt nicht disqualifiziert. Ja, jetzt sind wir disqualifiziert. Ich habe es schon fast vorausgesehen, so ein bisschen. Ach Gott, ja. Das ist natürlich höchst ärgerlich jetzt gewesen. Ich werde mal das Replay speichern schon mal. Wir können da auf jeden Fall nochmal reingucken. Jetzt, dadurch, dass das Rennen natürlich etwas früher vorbei ist, können wir dieses Auto ja nochmal auf einer anderen Strecke kurz ausprobieren, hier am Rennsonntag. Ach, Mensch, ja. Da wusste ich nicht so recht, wie man diese Strafe jetzt absitzen soll. Da gab es auch keine Markierung oder sowas in der Box. Also, ja Leute, wenn ihr Project Cars wählt, müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass es da durchaus zu Fehlern kommen kann. Ich suche schon immer Strecken und Setups aus, wo es halbwegs funktioniert, aber dadurch, dass Project Cars sich ja auch ständig durch Patches verändert, ja, wir schieben nochmal einen kleinen, kurzen Mini-Update-Check hier rein. Wir sehen es gerade hier schon im Race Central. Sie haben das Interface im Menü stark abgeändert. Also zumindest nochmal die Information gebe ich euch nochmal mit jetzt. Wir haben hier die Karriere schon mal so zumindest implementiert, allerdings ist sie immer noch nicht funktionsfähig. Was ich relativ witzig finde, ist, dass sie hier sehr viele Bilder von Rennfahrern und so weiter eingebaut haben. Von Michael Schumacher, Lewis Hamilton und so. Ich frage mich dann doch, ob sie da auch die Lizenzen für haben. Genauso, Moment mal, wenn man mal guckt. So, Moment. Ich suche das gerade mal, Moment. Ah ja, genau, das meinte ich hier. Die Presets. Da haben sie jetzt Bilder drin von den Schachteln von Split Second, Grid 2, Forza 5 und so weiter. Also, ich meine, gut, wir sehen es hier oben links, Death Note. This is a screen non-functionally currently in the subject to change. Aber da direkt diese Bilder reinzupacken, okay. Sagen wir, nehmen wir mal so hin. Ich denke mal nicht, dass das Finale ist. Ich denke mal, das dürfen sie eigentlich auch nicht wirklich. Ja, okay. Ja, dann wollen wir nochmal gucken, der Rennsonntag hier geht zu Ende, würde ich sagen. Ja, hier sehen wir mal die Events, die zurzeit laufen. Event at Dubai Autodrome GP, Hotlap Event. Das ist jetzt auch implementiert hier wunderbar in die Oberfläche. Und ich finde, das sieht einfach schön groß und aufgeräumt aus. Also ich finde, ich bin da durchaus zufrieden hier. Kann man auch direkt Quickrennen jetzt online fahren. Also das passt soweit. Wir sehen, so viele Spiele sind es meistens nicht, die da offen sind. Offene Spiele zumindest. Also... Aber das Interface, finde ich, das sieht doch sehr nett aus. Wir haben hier Saisons, die kann man übrigens auch schon fahren, hier in der GT-Saison. Allerdings, die Bepunktung ist auch noch nicht final, nicht implementiert. Man kann diese Rennen schon am Stück fahren, aber es gibt da nicht wirklich Tabellen und Auswertungen. Man fährt auch nur gegen ein Auto. Das ist im Moment alles noch platzhaltertechnisch hier drin. Also so viel ist bei Project Cars nicht passiert. Rein von den Autos her. Wir könnten höchstens nochmal in die Autos reingucken. Da gibt es soweit, glaube ich, auch nichts Neues. Wir haben den McLaren noch natürlich. Den MP4 hier. Können wir mal kurz gucken, was ist das noch? Ach so, ja, das ist der RWD. Dieser Le Mans-Prototyp. Ne, Leute, ansonsten kann ich euch da nichts Neues vermelden eigentlich. Weshalb sich der Update-Check auch noch ein bisschen hinzieht. Der wird dann auch eher kleinere Sachen behandeln. Also im Moment ist ein bisschen still. Es ist viel Interface im Moment, was da gemacht wird. Und Backend sozusagen. Hier sehen wir nochmal ein Roadcar. Angeblich der Fokus... Naja. Ja, na klar, ein Roadcar, meine ich ja. Ich habe Road jetzt gerade mit Rallye gleichgesetzt. Nein, natürlich nicht. Ja, immer noch hier die Autos, die sind langsam, die Autos, die drin sind, wurden immer weiterentwickelt. Physik hat sich bei einigen auch verbessert. Ja, Leute, ich würde einfach sagen, das war der Rennsonntag. Ja, leider mit einer Disqualifikation, aber auch das müssen wir ja mal ertragen können. Und jetzt folgt die Endcard, wo ihr die Auswahlmöglichkeiten für das nächste Rennen am nächsten Sonntag um 16 Uhr seht. Also Leute, bis dann. Ihr habt wieder drei Auswahlmöglichkeiten, und zwar mit der Nummer 1 wählt ihr das Siegerspiel von heute, Project Cars, dieses Mal mit dem McLaren MP4-12 GT3 in Hockenheim auf der Kurzanbindung. Mit der 2 feiert DTM Experience das Debüt im Rennsonntag mit dem Audi in Brands Hatch. Und mit der 3 wieder der zweite Platz beim letzten Mal, hangelt sich weiter durch Grid 2 mit dem Dallara IndyCar in Indianapolis.
Ja, wenn die Grid 2 Fans Grid 2 sehen wollen, dann immer schön abstimmen, Leute, für die Nummer 3. Ansonsten DTM sicherlich auch sehr interessant und Project Cars, nicht vergessen, immer noch ein bisschen bugbehaftet, die KI, die macht ihre Zicken. Also Leute, trefft eure Entscheidung, wir sehen uns beim nächsten Rennsonntag um 16 Uhr nächste Woche. Bis dann, euer Michel, ciao.